Ja, es ist noch so ein bisschen unwirklich, fühlt sich sehr, sehr gut an. Es macht wahnsinnig Spaß, hier das Ding anzufassen und anzugucken, weil das halt wirklich irgendwie so ein Kindheitstraum ist. Und dass ich mich jetzt wirklich Olympiasieger nennen kann, das braucht noch ein bisschen, dass das ankommt. Ja, mit den Temperaturen bin ich an sich sehr, sehr gut zurechtgekommen. Für meine Verhältnisse war das Tempo eine ganze Weile recht ruhig, wo ich schon gemerkt habe, okay, die anderen haben gerade Probleme. Das habe ich dann so ein bisschen ausgenutzt und die letzte Runde, also die letzten 1400 Meter, das Tempo nochmal extrem angezogen. Da sind die anderen dann abgefallen. Mir wurde zu dem Zeitpunkt auch extrem heiß. Also da hat die Sonne gebrannt. Das Wasser ist wahrscheinlich auch schon 1,5 Grad wärmer geworden als zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet sind. Und ich war dann wirklich froh, als ich das Ganze ins Ziel gebracht hatte, Olympiasieger geworden bin, mich abkühlen konnte. Das war dann ein sehr schöner Moment. Ja, das ist natürlich erstmal dieses, man muss sich wohlfühlen im Wasser, um in Ruhe nach vorne und nach hinten gucken zu können. Also das muss natürlich irgendwo perfektioniert werden. Das kann man dann wahrscheinlich nur als Profi oder als Leistungssportler. Hatte ich aber die ganze Zeit einen recht guten Überblick. Also ich hatte mit der Orientierung nach vorne keine Probleme. Der Kurs war recht klein und recht einfach tatsächlich. Und ich konnte auch immer einsehen, was hinter mir passiert. Also ich hatte die ganze Zeit den Überblick und habe beim Verpflegen, also als wir den getrunken haben, auch noch Kommandos vom Trainer bekommen, wie weit der Vorsprung ist, wo die anderen stehen, wer gerade wo sich befindet. Also es hat alles sehr gut gepasst heute. Also ich habe relativ viele Ohrwürmer im Kopf und spiele immer irgendwie Musik durch meinen Kopf durch, um einfach ja, den Kopf wirklich auszuschalten und nicht so viel über die Schmerzen nachzudenken. Und als es dann hinten raus richtig hart wurde, da macht man das Ganze dann über den Willen und will einfach heute gewinnen. Das habe ich, denke ich, mal auch gezeigt. Dass man sich mal mit einem Gegner unterhält oder so, dafür war das Rennen heute zu wichtig, kommt schon mal vor, nicht bei Olympia. Und für Fische oder anderes war das Wasser leider zu trüb oder zu dreckig. Also wir hatten eine Sichtweite von 20, 30 Zentimeter unter Wasser, das ist wirklich nichts. Also ja, Korallentauchen müssen wir dann mal anders machen. 3 Medaillen für den Schwimmverband, alle aus dem Hause Köhler und Wellbrook. Erwartet ihr jetzt zur Hochzeit ein dickes Geschenk vom Schwimmverband? Nein, auf gar keinen Fall. Also das macht er natürlich irgendwo stolz, dass es jetzt so gut geklappt hat und wir auch die 3 Medaillen nach Hause bringen. Aber erwarten tun wir dann nichts. Wir machen das für uns und sind jetzt stolz, dass es so geklappt hat.